Oh, ein Mangel ist aufgetreten. Ein ganz normaler Montagmorgen am Flughafen BER. Wir starten dieses Video mit einigen kleinen Fun Facts zu eurem persönlichen Amüsement. Fun Fact Nummer 1. Die Bauzeit der Cheops-Pyramide wird von Experten auf rund 20 Jahre geschätzt. Fun Fact Nummer 2. Der Bau des Flughafens BER Berlin-Brandenburg begann im Jahr 2006 und er soll dieses Jahr erst eröffnet werden. Das sind 14 Jahre. Das ist fast drei Viertel so viel wie eine Pyramide. Du weißt ganz genau, dass das Spiel gut wird, wenn das Grafikmenü so aussieht. Anstatt irgendwie niedrig, mittel, hoch und sehr hoch, haben wir nur hundsmiserabel, sehr schlecht und bescheiden. Und es gibt auch die Einstellung horizontale Synchronisation. Ich weiß nicht, was das machen soll. Ich glaube nicht, dass das ein Ding ist. Ich kenne nur vertikale Synchronisation. Aber ja, das ist ungefähr, was wir hier erwarten müssen. Ich glaube, das wird absolut großartig. Und damit willkommen zum BER-Bausimulator Remastered. Ich begehe, glaube ich, gerade einen Fehler, weil das hier wird blöd, aber hoffentlich lustig. Soweit ich das mitbekommen habe, und korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege, war das hier ursprünglich ein Handy-Game, was sich eben über diesen ewig sich verzögernden Bau des Flughafens BER Berlin-Brandenburg lustig macht. Das hier ist jetzt die geremasterte Steam-Version mit einer Grafik, die immer noch so aussieht, als wäre sie aus einem PS1-Game. Aber die Grafik ist hier nicht entscheidend. Wichtig ist das Spiel. Offiziell ist es ein Strategie- und Aufbauspiel. Ich glaube aber nicht, dass das sonderlich tief gehen wird. Größtenteils geht es einfach nur darum, was für dumme Sachen auf diesem Flughafen passieren und also während des Baus. Und ich habe ein paar Screenshots gesehen, da sind wirklich, wirklich blöde Sachen dabei. Wir gucken einfach mal rein. Ich hoffe, das hier wird lustig. Nehmt das nicht zu ernst, okay? Das hier sollte man nicht ernst nehmen. Neues Spiel. Blub. Ach, ist... Okay, es ist Clippy. Das ist Strike Nummer 1. Ich bin kaum im Spiel, sehe ich Clippy. Ist das dein Ernst? Herzlich willkommen zum BER-Bausimulator. Nee, ich ziehe das nicht durch. Hey, herzlich willkommen zum BER-Bausimulator. Ich bin Ihr persönlicher Assistent und bin damit beauftragt worden, Ihnen jetzt das Spiel zu erklären. Okay. Moment mal, wieso steht denn hier Remastered? Was ist denn das für ein Quatsch? Das Spiel kam erst vor wenigen Monaten raus. Ich wurde über diesen Stoß auf jeden Fall nicht informiert. Mich brauchen Sie also nicht zu fragen, was sich jetzt geändert hat. Anfang des Scheiterns habe ich gerade bekommen. Ah, das Spiel läuft jetzt scheinbar nur noch auf dem PC, wie ich sehe. Deswegen hat er mir wohl nicht Bescheid gesagt. Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich nie wieder einen Fuß auf diese Plattform setzen will. Ja, weil Clippy gibt's nicht mehr, ne? Microsoft hat Clippy gekillt. Einmal F in den Chat für Clippy. Wahrscheinlich kennen Sie sich da eh besser aus als ich. Also brauchen Sie mich vermutlich gar nicht. Also, ich würde sagen, machen Sie einfach mal und ich hau ab. Die Klammer quälen. Komm schon, Clippy, erklär mir, wie ich diesen Schwachsinn hier spiele. Ach, Mensch, dann zum offiziellen Teil. Herzlich willkommen zum BER-Bausimulator in der wunderbaren Remastered-Fassung. Wir wollen heute zusammen einen Flughafen bauen. Ich werde nicht gezwungen, das hier vorzulesen. Also, was ist das Allerwichtigste beim Bau eines Flughafens? Richtig, das Finanzielle. Hier oben rechts sehen Sie, wie viel Budget Sie aktuell zur Verfügung haben. Klicken Sie auf die Anzeige, um die bevorstehenden Transaktionen zu sehen. Okay, 25 Millionen. Ich bekomme einmal im Monat Budget von 500.000. Einmal im Monat. Doch einmal im Monat. Ich wollte sagen einmal im Jahr und wollte mich korrigieren, aber nein, es war richtig. Einmal im Monat, immer am Anfang, bekomme ich Budget von 500.000. Wie Sie über sich entnehmen können, erhöht sich Ihr Budget monatlich um 500k, habe ich gerade gesagt. Okay. Hier sehen Sie das aktuelle Datum sowie die aktuelle Uhrzeit. Um 8.13 Uhr morgens geht es los. Ist das wirklich der... Also ich weiß, es war 2006, das genaue Datum weiß ich nicht. Ist das wirklich der offizielle Baubeginn? Ich habe keine Ahnung. Und hier, bis wann der ganze Spaß eröffnet werden soll. Kein Grund zur Panik. Wie Sie sehen, haben Sie noch jede Menge Zeit. Ja, 2011, by the way. Sollte das hier fertig sein. 5 Jahre waren eingeplant. Sind jetzt bei 14. Das ist unglaublich. So, jetzt wo wir den langweiligen Kram schnell abgehandelt haben, können Sie das erste Gebäude bauen. Öffnen Sie hierzu bitte das Baumenü. Okay. Ich glaube auch nicht, dass ich das Zeug großartig frei platzieren kann. Es geht im Prinzip einfach nur darum, was für ein Schwachsinn noch alles kommt und versucht mich irgendwie aufzuhalten. Zunächst müssen Sie eine Kategorie auswählen. Wir entscheiden uns für eine, die bisher freigeschaltet ist. Welche auch sonst. Das Spiel ist so self-aware, ich liebe das. Willkommen in der Gebäudeauswahl. Naja, Auswahl. Hier gibt es aktuell leider nur das eine. Gehen wir einmal alles durch, was es zu wissen gibt. Okay, das, was da so blinkt, ist die Vorschau, wie das Gebäude aussehen wird. Natürlich mit weniger Geblink. Falls Sie es nicht schon gedacht haben, dass die Gebäudebezeichnung, ich hasse meinen Job, dieses Gebäude bin ich 3 Stufen bis zur Fertigstellung. Wir wollen aber zunächst nur die erste davon. Dementsprechend müssen Sie später den ganzen das Ganze nochmal durchführen. Okay. Hier unten haben Sie die Wahl für jedes Bauvorhaben zwischen 4 verschiedenen Unternehmen. Okay. Und die haben Qualitäten und alles. Über diese Schaltfläche können Sie an diversen Stellen im Spiel die angegebenen Optionen austauschen lassen. Also dann einfach durchwechseln, welche Firmen den Auftrag bekommen. Schauen wir uns exemplarisch diese Option hier an. Tante Ilses handgemachte Bauspezialitäten. Mensch, die Tante Ilse, das klingt eigentlich als backt sie Kuchen, aber nein, Tante Ilse hat jetzt ein Bauunternehmen. Tante Ilse fährt jetzt irgendwie Bagger.
Okay, hier sehen Sie, wie gut andere Kunden die Baufirma bisher bewertet haben. Wenn dann uns Ihr Unternehmen mit schlechter Bewertung nehmen, sollten Sie davon ausgehen, dass dies für mehr Ärger sorgen wird. Oh ja, wie habe ich Lust, die schlechtestmöglichen Unternehmen... Soll ich die schlechtestmöglichen Unternehmen machen? Komm, ich mache das mal so, wie das anscheinend in echt gelaufen ist. Ich nehme die billigsten Unternehmen, die ich kriegen kann. Weil dann passiert mehr Quatsch. Alles klar, okay, das hier ist großartig. Ich sehe erst jetzt, was für andere Möglichkeiten es hier unten gibt. Wie kommt man auf sowas? Die Kindertagesstätte Drei Bären? Ja, baut Flughafen, heute ist Ausflug. Harald Fluppe Gerbitz, baue für eine warme Mahlzeit, gib mir Mühe. Oder Dominas, bau du Stück. Das ist so blöd. Das ist der Preis, den die Firma für einen Auftrag haben möchte. Diese sofort von ihrem Budget abgezogen wird, können sie eine Firma nur beauftragen, wenn ihr Budget dafür ausreicht. Okay. Nicht die Dauer, die das Unternehmen für dieses Vorhaben schreckensweise benötigt. Ihr siehst, die Kindertagesstätte braut. Was? Baut das in 19 Tagen? Tante Ilse braucht 28. Ist doch eindeutig besser. Okay, ich muss eben darauf achten, wie viel Zeit ich noch habe bis zum Eröffnungstermin. Ich werde es eh nicht schaffen, das ist der ganze Joke. Die Option hat eine gute Gesamtbewertung, der Preis passt ins Budget und die Dauer in den Zeitplan. Schauen wir uns mal die Bewertung an. Klicken Sie die Option an. Ich will aber die Kindertagesstätte Drei Bären. Ich darf nicht. Okay, ich muss Tante Ilse nehmen. Alles klar. Lesen wir uns die erste Bewertung durch. Gut, okay, schauen wir uns die nächste Bewertung an. Klicken Sie auf den markierten Pfeil. Herrlich, schon auf der Baustelle roch es so wie bei meiner Oma damals. Immer direkt Kindheitsflashbacks, nichts Künstliches dran, wirklich ausgemacht. Super. Also, stellen wir wirklich eine Oma, die irgendwie Kuchen backt? Oder, hä? Okay, Ich werde das komplett zerstören, wenn ich das jetzt versuche vorzulesen, das spare ich mir. Ich verstehe kein Wort, aber wird schon passen. Beauftragen Sie diese Firma, indem Sie auf Angebot annehmen klicken. Okay. Wurde gebaut. Ist klar. Sehen Sie dort oben Rauch aufsteigen? Da wird jetzt das neue Gebäude gebaut. Yay. Bewegen Sie die Kamera, indem Sie Maus den oberen Bildschirmrand bewegen. Versuchen Sie dafür zu sorgen, dass das Gebäude besser zu sehen ist. Clippy. Bro. Es ist wirklich jetzt Center of my screen. Dankeschön. Sehr gut, jetzt können Sie zusehen, wie das Gebäude gebaut wird. Faszinierend. Und es ist irgendwas kaputt gegangen. Oh, ein Mangel ist aufgetreten. Ein ganz normaler Montagmorgen am Flughafen BER. Wenn ein Mangel aufgetreten ist, wird der Baufortschritt gestoppt. Beachten Sie die veränderte Anzeige. Okay. Auf die Baustelle klicken, um den Mangelbericht anzuschauen. Handläufe stehen unter Strom. Ich liebe das Spiel jetzt schon, das ist total behämmert, ich finde es großartig. Neben einer kurzen Beschreibung des Problems werden Ihnen auch direkt mehrere potenzielle Lösungsmöglichkeiten in Aussicht gestellt. Die Handläufe im Treppenhaus sind an die Stromversorgung angeschlossen, im Gegensatz zur Entrauchungsanlage. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Solange die Leute nur den Handlauf, aber nicht gleichzeitig die Wand oder den Boden berühren, ist das kein Problem, sonst kriegen Sie einen Stromschlag. Im gesamten Gebäude den Strom abklemmen, Fivehead, Treppenautoscooter einbauen, Ganzkörper-Latex-Anzüge bereitstellen. Oh, hell yeah, brother. Flugäste mit Helium befüllen, sodass sie am Handlauf entlang emporschweben können. Ich glaube, ich muss mir irgendwas Alkoholisches besorgen. Ich halte das sonst nicht aus. Alles klar, okay. Je nach Option erhöht sich der Preis des unterbrochenen Bauvorhabens entsprechend. Der wird also direkt erneut von ihrem Budget abgezogen. Cool. Zusätzlich verzögert es sich hier um die angegebene Dauer. Oder um die hier angegebene Dauer. Nachdem die angegebene Lösung an... Ach, ich kann heute nicht lesen. Nachdem die angegebene Dauer an der Lösung gearbeitet wurde, so, wird Ihnen mitgeteilt, ob der Mangel behoben werden konnte oder nicht. Wie gut die Chancen dafür stehen, sehen Sie hier. Im gesamten Gebäude Strom abklemmen, 19% Meile bringen. Sollte die Option nicht zur Behebung des Mangels geführt haben, haben Sie also Zeit und Geld verschenkt und müssen eine neue Option wählen. Okay. Bitte entscheiden Sie sich nun für eine der Optionen. Ich meine, das hier ist einfach nur Braindead, das spare ich mir. Das hier klingt ganz lustig, aber nicht so lustig wie Treppenautoscooter. Ich meine, Fluggäste mit Helium befüllen, ja, okay. Aber Treppenautoscooter, Mann, ist doch geil. Ich meine, es ist relativ teuer, aber ist geil. Dauert 2 Monate. Okay. Wir sehen wohl die Fortschrittsanzeige um einen Balken erweitert, der Ihnen den Fortschritt der Mangelbewältigung aufzeigt. Können Mangel bei der Mangelbewältigung auftreten? Yo, Alter, ich hab gehört, du magst Mangel, deswegen hast du hier einen Mangel für deinen Mangel. Fehlgeschlagen. Die untere Fortschrittsanzeige zeigt an, dass die Mangelbewältigung fehlgeschlagen ist. Klicken Sie auf die Baustelle oder die Fortschritt? Ja, okay. Die letzte fehlgeschlagene Option wurde durch eine neue ersetzt. Starten Sie einen nächsten Versuch. Das ist eklig. Aber hey, 69%. Nice! Gut sichtbare Popel am Handlauf anbringen, sodass niemand anfasst. Ich meine, 90, das ist die Nice-Zahl. Ich muss es nicht. Es tut mir leid.
Okay, das ist die nice Zahl. Und ja, ich habe gesagt, ich will eigentlich immer das Schlechteste wählen, aber das gilt nur bei den Bauunternehmen, wenn ich jetzt nochmal irgendwie, ich glaube nicht, dass es so viele Arten der Mängelbewältigung gibt, irgendwann wiederholt sich es wahrscheinlich, wenn ich sofort jetzt das ganze Pulver schon verschieße, nehme ich immer das nehme mit der niedrigsten Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert. Wenn ich irgendwas baue, nehme ich das Billigste, aber so nehme ich immer das, was am lustigsten ist. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben den Mangel erfolgreich behoben. Der Bauprozess wird fortgesetzt. Wundervoll. Es hat Ewigkeiten gedauert, das blöde Gebäude hochzuziehen. Sie haben Stufe 2 des Baumenüs erreicht. Ich würde sagen, freigeschaltet. Haben Sie Optionen freigeschaltet? Hauptterminal, Start- und Landebahn, Parkhaus Nummer 1. Jawohl, oder wurde auch mal Zeit? Ja, wurde auch mal Zeit hier. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die erste Baustelle des ersten Gebäudes abgeschlossen. Okay. Baumenü aufmachen. Und dann geht's weiter. Warten Sie aber bitte kurz, bis ich wieder weg bin. Ich habe keine Lust, das nochmal durchzugehen. Dem würde ich empfehlen, die nächste Bauphase des ersten Gebäudes anzugehen. Klicken Sie nach einer Erklärung des Gebäudes. Klick, 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 jetzt. Das ist der Rohbau, Innenausbau. Was kann dabei schiefgehen? Frau Meister und die Baumeister. Pinzetto KG, Preis und Präzision. RTL 7, Einsatz mit 4 Händen. Das ist geil. 1000 Wasser, der 1000 Sonne. Das ist cool. RTL 7. Kostet 1 Million, Bro. Das ist so verschwendet. Wobei, alles andere wäre noch teurer. Was für ein Dreck, bloß eine billige Fernsehkulisse kauft das Kamerateam aus dem Haus, ist alles im Eimer. Alle Wände nur aus Riegips, billiges Sperrholz, alles mit dem Wassermalkasten angepinselt. Schick auf den ersten Blick, aber dauerhaft. Sie sollten eigentlich mein Haus bauen, stattdessen haben sie meinen Sohn in den Rollstuhl gequetscht, meine Frau. Okay. Das klingt nach Herz. Das ist so geil. Oh Gott, ich habe zu wenig geschlafen für so einen Schwachsinn, ey. Das ist gar nicht so lustig eigentlich. Alles klar, bis jetzt war ich nicht wirklich überzeugt. Aber das hier überzeugt mich vollkommen. Rennautobett top, Rest flop. Rosa Glitzer überall. Wenn meine Heavy-Metal-Kumpels das sehen, mobben die mich doch. Angebot annehmen. Eigentlich will ich nur das Mängel auftreten, damit ich die blöden Lösungen sehen kann. Das ist alles, was ich möchte. Ich gebe mal ein bisschen Gummi hier. Die 4. Genau. Natürlich funktioniert das nicht. Die Baupläne sind auf Esspapier gezeichnet. Weil der Drucker alle war, hat Kai-Uwe die Baupläne schnell vom Bildschirm auf Esspapierbögen übertragen und danach versehentlich die Dateien gelöscht. Wie schaffen wir es, dass der Plan bis zum Bauende durchhält? Pläne mit Buchstabennudeln abschreiben. Esspapier in Wasabi tun, damit das allen zu scharf wird. Kai-Uwe die Pläne auf den Rücken tätowieren. Das klingt geil. Oder Esspapier laminieren. Mensch, der Kai-Uwe. Ne? Der Kai-Uwe hat zwar geigt, deswegen kriegt der Kai-Uwe jetzt Ink. So, gib ihm. Okay? Hat funktioniert. Ist wieder was kaputt. Wir sind nicht weiter überrascht. Linkshänder Toiletten falsch rum eingebaut. Sämtliche Toiletten für Linkshänder sind so eingebaut, dass sie nur von Rechtshändern genutzt werden können. Es gibt keine händrigen Toiletten, oder? Did you just assume my hands? Ah, okay. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchhalte. Das ist zu viel Schwachsinn für einen Tag. Trainingsbücher, wie werde ich Rechtshänder in 10 Minuten in allen Toiletten verteilen? Geschickte Spiegelkonstruktion einbauen, sodass es nicht auffällt. Für Linkshänder Katzenklappe nach draußen auf die Wiese vor dem Gebäude anbringen. Linkshänder Toiletten neu sind außerhalb des Gebäudes anbringen. Komm, wir machen ein bisschen hier Spiegelkabinett-Action. Warum nicht? Funktioniert das? Natürlich nicht. Okay. Anklippbaren, ferngesteuerten Roboterarm für Linkshänder bereitstellen. Du bist aber relativ teuer. 85%. Ne, wir machen die Katzenklappe. Komm, hat sogar funktioniert und das Ding wurde gebaut. Nice! Okay, sollen wir einen Abschlusstest machen? Das wird furchtbar. Gebrüder Asbestos GmbH. King Gustavs günstige Gebrauchtgebäude. Okay, dran geht er. Und Mr. Mustache, Construction Design, Factory. Der King Gustav mal wieder. Das ist eigentlich so Geldverschwendung, was ich mache. Aber das ist lustig. Das ist halt echt lustig. Naja, gewinnt keinen Schönheitspreis mehr, hat aber sicher ein paar Macken bei dem Preis. Okay. Ja, ich wollte gerne eine günstige Fabrikhalle haben, aber jetzt im Nachgang hätte ich mir das Geld sparen sollen. Im Freien fabrizieren wäre besser. Ein Stern, weil ich unter einer losen Deal den hübschen Knopf... Ich habe gerade Kopf gelesen. Den hübschen Knopf gefunden habe. Das ist aber auch das einzig Wertvolle. Okay. Zieht einen über den Tisch, den er einem gerade mitverkauft hat. Nur bricht der Tisch dann von Holz, wie man zerfressen, zusammen. Und er kann von Glück reden, dass er es hinter sich hat. Rückgaberecht ist. Dieser schwierige Windbeutel. Das ist, wie kommt man auf diesen ganzen Quatsch? Was haben die denn genommen beim Entwickler-Meeting? Ja, komm, King Gustav, du hast den Job. Haust rein. Es wird natürlich nicht funktionieren. Ich meine, logisch.
Da ist schon der erste Mangel. Die Leute brauchen locker 10 Minuten, um ihr Geld zu finden. Wenn wir uns an die großen, wenn wir uns die anderen großen Flughäfen ansehen, wenn wir uns Heathrow in London oder sonst wo, Charlie in Frankreich, in Rom, ist ja auch egal. Wenn wir mal die Entfernungen anschauen, wenn wir Frankfurt uns ansehen, stellen wir das fest. Hä? Ist das irgendwer nach? Das klingt, als wäre irgendwer nachgemacht worden. Ist irgendwer nachgemacht worden? Weil das ist kein... Das klingt wie der Satzbau von irgendwem. Ich weiß nur gerade spontan nicht. Wer? Es bedarf nur noch eines Sprühens in die glühende Lot. Was ist los? Absackung des... Na, das Alters der Passagiere, des Mindestalters. K.U. besorgt seiner Frau, was er alles tun würde, dann macht sie es mit dem Kern. Okay, du, Flughafenbau bedeutet letzten Endes Kompetenz, Kompetenz. Wer hat die Kompetenz, Kompetenz? Mein Gott, ich verliere Gehirnzellen. Was ist... Oh, warte mal. Oh, ich dachte gerade, ich hätte vielleicht schon irgendwie Brain in meinem Kopfhörer. Das ist doch furchtbar. Ich habe doch keine Ahnung. Kai-Uwes Frau und der Gärtner? I ship it. Ist bestimmt ein süßes Pärchen. Das mit dem Gärtner hat funktioniert. Nice, gestanden. Neue Befehle von ganz oben. Die Reptiloiden-NWO-Weltregierung aus der Freimaurerzentrale hat angerufen. Wir sollen auch darauf achten, das Gebäude 5G-tauglich zu machen, damit die Gedankenchips besser gesteuert werden. Oh Mann, ey. Die da oben können mich langsam mal. Sollen sie auch einfach selber was bauen, wenn es ihnen nicht passt. Eine Tüte russisch Brot kaufen, alle Gs raussuchen. Ich mach das jetzt öffentlich mit dieser Weltregierung. Kai-Uwe, du hast doch mal einen YouTube-Kanal. Zuständiges Ministerium für Digitalisierung Unterstützung bitten. 2%! Das ist realistisch. Okay. Das mit russisch Brot ist auch total doof. Kai-Uwe hat auch einen YouTube-Channel, komm, hat natürlich nicht funktioniert. Okay, wir tauschen das durch für geschwind große Granitgänge graben. GGGGGG. 100%. Ja, meine Herren und Meister, wir gehorchen. Ach, sollte es gar nicht funktionieren, bis ich das auswähle. Ja, wir gehorchen, Reptiloiden-Armee. Und so, geht wieder was schief? Es läuft sogar durch. Oh mein Gott, es grenzt an ein Wunder. Sie haben Stufe 3 des Baumenüs erreicht. Yay, Nordterminal Parkhaus 2. Neuer Punkt kann im Management-Menü investiert werden. Ja, wurde ich mach mal jawohl. Ich mach mal jawohl. Okay, das Management-Menü. Hier. Ihr könnt Ihren Einfluss als Baumeister nutzen, um Verträge abzuschließen und besondere Leute einzustellen. Diese werden Ihnen an verschiedenen Stellen Vorteile bringen. Okay, es ist wie ein Skillsystem oder was. Um mehr Informationen über eine Option zu erhalten, bla 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 bla. Okay, das. Guter Anwalt. Aktiviert bei jedem missglückten Mangelversuch eine 5%ige Chance, die angefallenen Kosten des Versuchs erstattet zu bekommen. Okay. Desaster-Vertuschung. Ermöglicht im Fall eines Game Overs durch ungünstige Mangeloptionen das Spiel fortzusetzen, statt von Levelbeginn erneut zu starten. Das klingt gut, weil das werde ich immer brauchen. Verschiebt der Öffnungstermin automatisch wenige Minuten vor der Eröffnung. Das muss ich auch noch kaufen. Okay, fähiger Aktienberater. Ich kann noch Aktien verkaufen, Prämienzahlung. Okay, passabler Finanzberater. Katastrophenversicherung. Gebäude können durch externe Events zerstört werden. Oder zurückgesetzt. Ich nehme mal das hier. Der gute Anwalt. Mein Papa ist Anwalt. Komm, wenn du deinen Job nicht richtig machst, dann rufe ich meinen Dad und der macht dich dann fertig. Wie kann ich das pausieren? Gar nicht. Cool. Okay, ich weiß ganz ehrlich nicht, wie ich das sinnvoll rüberbringen soll. Deswegen sage ich es einfach so, wie es ist. Ich bin absolut komplett fertig. Ich bin raus. Aber das hier ist absolut awesome. Schreibt mir gerne hier unten drunter, ob ich das weiterspielen soll. Das ist genau meine Art von Quatsch. Das ist teilweise genau mein Humor. Einfach dumm und eigentlich objektiv nicht mal richtig witzig. Aber ich finde es trotzdem absolut zum mich totlachen. Das ist so dermaßen blöd. Ich finde das awesome. Ich glaube, das sind die besten 3,50 Euro, die ich seit langem investiert habe. Das ist so absolut... Boah. Ich finde das geil. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr erlaubt, dass ihr bleibt, Button aufs Maul zu hauen. Lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dieses hier. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut. Und ciao. Wenn ich jemals in eine Position kommen sollte, dass ich ein Spiel entwickle, es wird genau sowas, okay? Es wird absolut dumm.